Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. Moin moin, schon mal einen Wetterbericht gesehen? Da stehen auf der Wetterkarte immer so komische T's und H's. Die T's stehen für Tiefdruckgebiete und die H's für Hochdruckgebiete. Kürzer könnt ihr auch jeweils einfach Tief oder Hoch dazu sagen. Aber was heißt das eigentlich, Tiefdruckgebiet? Ein Tiefdruckgebiet ist ein Gebiet, wo geringer Luftdruck herrscht. Ein geringer Luftdruck heißt, die Luft in der Umgebung nimmt einen großen Raum ein. So wie hier die Luftteilchen. Die haben schön viel Platz. Ihr könnt auch sagen, die Luft ist ausgedehnt. Denkt da mal an Rasierschaum. Die Luft ist quasi wie der Schaum. In der Flasche herrscht ziemlich hoher Druck, außerhalb eher geringer Druck. Wenn ihr auf die Flasche draufdrückt, kommt der Schaum raus und dehnt sich aus, weil außerhalb der Flasche ein geringerer Druck herrscht. Bei hohem Druck, also in der Flasche, ist er zusammengedrückt. So braucht er weniger Platz. Nur, dass wir beim Luftdruck nicht den Rasierschaum angucken, sondern eben die Luft. Wenn die Luft sich also schön ausdehnen kann und Platz hat, ist der Luftdruck klein. Okay, und das Gebiet, wo der Luftdruck dann klein ist, heißt Tiefdruckgebiet. Andersrum sind Hochdruckgebiete dann Räume, wo der Luftdruck hoch ist. Also da, wo die Luft einen kleinen Raum einnimmt. In diesem Raum hier haben wir jetzt die gleiche Menge an Luftteilchen wie eben, aber der Raum ist kleiner. Die Luft ist also stärker zusammengedrückt. Die Luft hat da nur wenig Platz. So wie der Rasierschaum in der Flasche im Inneren der Sprühflasche. Okay, Tiefdruckgebiet heißt geringer Luftdruck. Und Hochdruckgebiet hoher Luftdruck. Was ist noch wichtig zu Hochs und Tiefs? Es gibt zwei Arten, wie Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete entstehen können. Erstmal gibt es thermische Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete. Thermische Tiefdruckgebiete entstehen, weil die Sonneneinstrahlung an verschiedenen Orten unterschiedlich ist. Starke Sonneneinstrahlung erwärmt den Boden stark. Der Boden gibt die Wärme dann an die bodennahe Luft ab. Die Luft wird schön warm. Wenn die Sonneneinstrahlung an einem anderen Ort nicht so stark ist, dann erwärmt sich die bodennahe Luft auch nicht so stark. Die Luft ist an dem einen Ort also warm und an dem anderen kalt. Das hat Einfluss auf den Luftdruck, weil sich warme Luft ausdehnt. Kalte Luft ist dagegen komprimiert, sie zieht sich also zusammen. Außerdem gibt es dynamische Hoch- und Tiefdruckgebiete. Die entstehen wegen der Jetstreams. Merkt euch einfach erstmal, dass es zwei mögliche Arten der Entstehung gibt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, haben wir auch noch geiles Zeug zu thermischen und dynamischen Hoch- und Tiefdruckgebieten. Ihr könnt die Tief- und Hochdruckgebiete aber auch noch anders unterscheiden. Tiefdruckgebiete am Erdboden heißen Bodentiefs. Befinden sie sich aber weit oben in der Atmosphäre, heißen sie Höhentiefs. Andersherum gibt es auch Bodenhochs an der Erdoberfläche und Höhenhochs in Höhenlagen. Die Buchstaben, die wir immer im Wetterbericht sehen, meinen die Hochs und Tiefs am Boden. So, und jetzt das Wichtigste zu Hoch- und Tiefdruckgebieten. Hochs und Tiefs wollen sich ausgleichen. So wie hier. Dabei bewegt sich die Luft immer vom Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet. Das ist wichtig. Das Tiefdruckgebiet saugt die Luft aus dem Hochdruckgebiet quasi an. Das Tief ist also wie ein Staubsauger. So entstehen dann Winde. Merkt euch, die Luft wird vom Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet ausgeglichen. Die Winde, die wir wahrnehmen, sind dann die Winde am Boden, also der Ausgleich von Boden hoch zu Boden tief. Aber es entstehen auch Winde in mehreren Kilometern Höhe, also zwischen Höhenhoch und Höhentief. Okay, merkt euch einfach, ein Hochdruckgebiet ist ein Gebiet mit hohem Luftdruck. Ein Tiefdruckgebiet ist ein Gebiet mit geringem Luftdruck. Winde gleichen diese Druckunterschiede dann aus, indem sie vom Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet wehen. Nice Leute, wenn euch das Thema noch mehr interessiert, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de oder ladet euch unsere App runter. Bis gleich!